Hallo, wussten Sie schon, dass es aktuelle Studien gibt, die belegen, dass chronische Entzündungen im Augenbereich eine Makuladegeneration auslösen und beschleunigen können? Damit meine ich nicht Entzündungen im vorderen Augenapparat, also nicht Bindehautentzündungen oder so, sondern speziell im Augenhintergrund, Entzündungen der Gefäße zum Beispiel. Nun, zurzeit wird an einer speziellen Zuckersäure experimentiert, um mit dieser Zuckersäure chronische Entzündungen im Auge abzubauen und dem Patienten zu helfen, dass zum Beispiel die feuchte Makuladegeneration trocken wird, indem die bei der feuchten Makuladegeneration vorhandenen chronischen Entzündungen abgebaut werden. Sind die Gefäße nicht mehr entzündet, besteht eine gute Chance, dass die Feuchtigkeit aus dem Auge abgebaut wird. Nun, wie bei aller Forschung ist es natürlich so, dass es durchaus einige Jahre dauern kann, bis konkrete Ergebnisse vorliegen. Es kann dann noch weitere Jahre dort dauern, bis diese Wirkstoffe in die Praxen oder in die Kliniken kommen, mit denen sie dann behandelt werden können. Um bis dahin die Zeit zu überbrücken, gebe ich Ihnen hier schon anbei einige Tipps. Ich behandle ja, wie Sie vielleicht schon wissen, seit vielen, vielen Jahren Makuladegeneration mit Akupunktur und naturheilkundlichen Medikamenten. Und es sind mir im Laufe der Jahre viele Medikamente begegnet, mit denen es möglich ist, chronische Entzündungen im gesamten Körper zu minimieren. Das sind unter anderem Regenaplex 510A, das ist ein Breitbandmittel der Firma Regena aus der Schweiz, einer kleinen Pharmafirma. Regenaplex 510A ist ein Mittel, das speziell gegen Entzündungen im gesamten Körper wirkt. Weitere Mittel sind zum Beispiel Regenaplex 31B. Regenaplex 31B wirkt gegen Gefäßentzündungen im gesamten Körper, nicht nur in den Beinen oder so, sondern auch im Auge. Weitere Mittel, die sich lohnen einzunehmen in diesem Zusammenhang, wären zum Beispiel auch Regenaplex 34A gegen Feuchtigkeits- oder Flüssigkeitsaustritt im Auge, speziell bei der feuchten Makuladegeneration. Regenaplex 78A, um die Netzhaut zu stabilisieren. Und es gibt durchaus noch zahlreiche andere Mittel, aber mit diesen Mitteln können Sie, wenn Sie diese einnehmen, eventuell bereits eine Hilfe erfahren. Natürlich sollen Sie diese Mittel nicht eigenständig einnehmen und sich dann nicht mehr beim Augenarzt melden. Das ist damit nicht gemeint. Vielmehr betrachte ich dies als eine Begleittherapie. Sie können weiter zum Augenarzt gehen und sollen dies auch, aber Sie können begleiten zu den Schritten, die der Augenarzt oder die Klinik mit Ihnen unternehmen, diese Mittel einnehmen, um Ihr Auge zu stabilisieren und Entzündungen aus dem Körper herauszubekommen. Möglicherweise wird Ihnen dabei auch gut geholfen, die Krankheit besser in den Griff zu bekommen. Wenn Sie dazu Fragen haben, Sie können mir jederzeit eine E-Mail schicken unter info@praxis-nieswand.de. Ich helfe Ihnen da gerne weiter. In dem Sinne, alles Gute, beste Gesundheit, Ihr Andreas Nieswand.